Jetzt können wir optisch, Quelle des Talents und zack, direkt nächster Ring gepackt. So. Okay. Ein paar Mats müssen wir später auch noch farmen gehen für die Elite-Fertigkeiten. Ne? Ich weiß nicht, ob wir da noch genügend rumfliegen haben. So, da unten können wir noch eine Quest abgeben, das machen wir mal eben. Da gehen wir mal wieder zu den Höfen, die Legende von Tabarea noch sammeln, dann haben wir mal wieder hier diese Platz-in-Quest-Ticker da. So, da müssen wir ganz runter. Ach je. Achso. Eben wundert ihr, die ganze Map alles rot hier. Dreimal Beweis des Mythos. Sammelt diesen seltenen Glitzer und dreht sich dann. Was ist der Grund, warum du hier bist? Da 18 Liter müssen wir. Okay. Naja, zur Pseudomühle. 60er Charm. Ja. Egal. So, Koboldblinderer. Ach, das war der, den kenn ich nicht genau. So, abgeschlossen. Folgequest natürlich. Schlüssel des Koboldplünderers. Leider war kein. Zumindest wird keinen angezeigt. Ach ne, wir brauchen den vom Boss. Ach, von den Anführern. Ah, okay. Also die kriegen wir ja kaputt, das haben wir ja schon mal festgestellt. Die haben wir ja schon mal geklöppelt. So, Liste. Liste. Scheiß auf das Vorspiel und lass es uns tun. Komm, lass uns nur gehen, sag ein Wort und wir gehen. Da war ich der verschwundene Wache. Der wird mir schrecklich. Ich hab da gar nicht Schlüssel gegeben, du Vogel. Gibt Theresa den Bericht der Wache? Wo ist sie denn? In Varanas, okay. Gut. Ja, wir gehen jetzt aber erstmal ein paar alte Quests hier wegschaffen, dass wir mal ein bisschen vorwärts kommen. So. So, mit den Schwarzkeilern glaube ich nicht wirklich, dass wir die hier noch zusammenkriegen. Drei Fleisch brauchen wir von denen, aber irgendwie die lassen nichts fallen. Ich muss mal gucken, vielleicht lassen die Sturmkeiler eher was fallen. Vielleicht haben wir da bessere Chancen. Dass wir nämlich die Dailies fallen. Scheiße. Mal schauen. So. Wir machen uns jetzt mal auf zu Maikes Hof. Da wir dort auch die bösen Landarbeiter und alles da wegfalten müssen. Und die ja humanoid sind und die ja die Humanoiden ja die Seiten fallen lassen. Die Legenden, wo wir noch brauchen. So schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. GZ ohne Hupen. Das ist ja mein Name. Okay. Ah, Dorians Hof. Gibt es noch eine Quest, die könnte man natürlich noch holen, je nachdem, was wir da noch brauchen. Ne, jetzt machen wir erstmal eins am anderen fertig, auch wenn wir es später wieder bereuen werden. Aber trotzdem, das ist auch schwer, das. Oder mache ich irgendwas falsch mit der Quest? Warte mal. Das ist fertig, so. Das ist Daily, die können wir aber weglassen. Da fehlt noch eine Seite, da fehlen zwei, da fehlen auch noch zwei, so. Das ist auch fertig, da. Nee, das mit dem Fleisch. Das ist Abby, das lassen wir mal. Die ist fertig. Sammelt hervorragendes Fleisch.
beide erstmal wegballern hier. Weder überlebt. Hallo? So. Ach, die lassen ja zwischendrin auch wieder schön Items fallen. Da kann man ein bisschen Kneterfarmen gehen. Haben wir aber nur 86k. Ich sage jetzt noch bloß. Später sage ich gerade mal, weil das später gar nichts mehr ist. Wenn wir mal anfangen, richtig Equip zusammenzuschrauben für uns, dann ist das ein ziemlicher Witz. So. Warum lebt denn der noch? Komm, fall um. Der wird so schwer sein. So. Da siehst du, wieder eine Seite fertig. Sehr schön. So. Jetzt machen wir gerade ein bisschen Massenvernichtung hier. Lauf nicht so weit weg, du Idiot. So. Halt mir doch glatt. Verdächtiger Brief. Guck mal. Würde mir glatt noch aus dem Fokus rennen hier. Wie viel ist man von den Kloppen jetzt? 300. Ach du Scheiße. Gut, dadurch, dass wir alles brav durchquesten, soweit wie es natürlich machbar ist, hängen wir jetzt natürlich ein bisschen hinterher mit den Leveln. Ja, mit Level 17 werden wir eigentlich schon fast im nächsten Gebiet unterwegs. Oh. Von wem habe ich jetzt gerade eine Heilung gekriegt? Ach, da. Okay, so. Es gibt zwischendurch halt auch noch ein paar menschliche Spieler. Die helfen einem auch ein bisschen. So. Den Spieler gibt es tatsächlich ohne Hupen. Ach du Scheiße. Jemine. So. Verdächtiger Brief. Haben wir viermal jetzt schon. Verdächtige Post. Geht Winsel auf Piershof den verdächtigen Brief. Na gut. So, den Scheißbrief werden wir uns noch tausendmal sammeln. Kennen wir ja. So. Ich will ein paar sammeln jetzt hier. Nicht immer wegen einem Wegrennen da. Naja, so viel zur Theorie. Was ist denn nochmal ein Brief? Aber das ist gut, dass die stacken, dann müllen die wenigstens das Inventar zu. Ach guck mal, da haben wir tatsächlich mal eine fertig. Sehr schön. Okay. Da ist kein Hindernis, rät kein Blech. So, zack. Und weg ist er. So, einschüchternde Streitaxt. Der hat gar keine Loots dabei, auch nicht schlecht. Der ist tot. Noch besser. So, die sollen mir die Karten fallen lassen hier, wo sie noch dabei haben. So. Seite 1 haben wir schon. Magische Hormone. Ah, seine Loots sind freigegeben. Der Spieler ist zu weit weg. Beziehungsweise der liegt schon zu lange da. So, Panzer. Ja, Runen können wir ja auch brauchen. Da wir später mal noch eigene Runen basteln wollen. Aktivierungsrune. Ja, ich nehme alles mit. Kann natürlich sein, dass er jetzt auch das liegen gelassen hat. Weiß ich jetzt nicht, aber ich nehme alles mit. Wir können alles brauchen irgendwann. So. Arbeiter brauchen wir noch 5 und Landarbeiter 1. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und kriegen die Seiten noch zusammen. So, und meine Mannervorräte gehen gerade in den Keller hier. Mädels, die mit ihrem Aussehen nicht zufrieden sind, weil sie denken, sie wären hässlich. Weil sie ihre innere Schönheit nicht respektieren. Diese Schönheit ist hier drin versteckt. Oh, ja, 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 Hindernis. Die leckten Kürbis, da reicht nicht mal über deine Fußzehen hoch. Da sagt der Hindernis hier, lachst du doch. Und hoffentlich kann ich ein paar Leute davon überzeugen, dass es nicht ums Aussehen geht, sondern darum. Das ist ein Judy brauchen wir jetzt zwar nicht mehr, die nehme ich jetzt aber trotzdem mit. Einmal, weil wir was können, ganz klar. Nee, aber auch wegen den Seiten und der Hauptgrund ist eigentlich, weil sie uns doch irgendwann über die Füße rennen. Deswegen, so, wieder eine Seite, sehr schön. Oh, ich hab's gleich übersehen hier. So, korrigieren wir das mal. Zack und weg. So. Gut, die anderen Seiten, wo wir jetzt zu viel haben, können wir ja gerade verhökern dann. Oder können wir gucken im Auktionshaus, vielleicht kriegen wir ein paar Kröten dafür zusammen. Weil wenn es natürlich nur 50 Gold für eine Seite gibt, dann schenke ich mir das. Weil da ist der Nutzen dann nicht so hoch.
Wenn wir noch ein paar hundert Gold zusammenkriegen, vielleicht sogar, weil es die Seiten selten gibt oder so. Weiß ich schon nicht. Können wir mal gucken. Wieder etwas scheiß bei das Ding auf jeden Fall. Das ist Katzen. Arbeiter. Das sind die Krieger, genau. Also die rennen erstmal schon auf uns zu. So, Zacki. Ja, komm, laufen wir genau in die Arme, Schatz. So. Cute, erledigt. Hätten wir die Quest durch. Jetzt brauchen wir nur noch unsere Seiten und dann haben wir es. So viel zum Thema unserer Seiten. Zwei Seiten wird uns jetzt noch fehlen, ne? Ich glaube, sie wird verrückt. Spiegel an der Wand. Ich gehe jetzt mal Dorians Hof Quest holen und noch zwei Quests rausschmeißen. Nebenher gucken wir, dass wir das Fleisch noch zusammenkriegen hier. Ist zwar wieder eine Quest für einen Bossgegner, aber trotzdem, dann haben wir die Quest mal erledigt. Folgequest können wir dann jederzeit holen. So. Aber irgendwie wissen die das nicht, ne? Dass sie schon den Fleisch haben. Bitte keine Fake-Profile im Internet, um jemanden kennenzulernen. Naja, gut, egal. Steht dazu, wie ihr seid, denn ihr seid einzigartig. Und die Liebe wird euch selbst. Wir mal Quest holen. Zumindest bin ich der Meinung. Ach, hey, nach der Brücke Tagena, da haben wir einen Haufen Quests hier. Wir sehen uns nächstes Mal. Jetzt machen wir erstmal eins nach dem anderen. Rasender, blutdürstiger Wolf. So, was hast du denn hier? Erzähl mal. Unverseuchte Kürbisse. Die müssen wir sammeln, okay. Gut, das lassen wir erstmal, da das nur hier auf den Hof beschränkt ist. Wir gehen jetzt erstmal weiter gucken. Da können wir noch Quests loswerden. Lass mal ein bisschen Platz hier im Questbuch kriegen. Euch. Bevor ihr euch das Video anguckt, wollte ich euch noch auf etwas aufmerksam machen. Und zwar, so, guck mal, da kann man noch Daddy rausschmeißen. Kanal. Und wenn ihr Lust auf Let's Plays von uns habt, gut, die gehen wir jetzt mal so ab. Entweder hier so, vorbei, hier ist irgendwo ein Link eingeblendet. Oder in der Beschreibung findet ihr einen Link zu unserem Let's Play-Kanal. So. Oder am Ende dieses Videos. Ja. Ich hab keine Ahnung. Oh, guck mal. So. Drei Quests. Amias. Amias haben wir doch schon gekloppt. Ach, ja. Egal. Probier dich doch an meinen Texten, bevor ich sie Och, eben lege. Aber du wirst nicht den Sinn kapieren, bevor ich es nicht erzähle. Auf keinen Fall lass ich mich vor mir stoppen in den Bahn, wenn ich was sage, mache, dann mach ich's. Man kann mir gar nichts verdienen. Ich tu das für mich, scheiß auf die Welt. Verlust. Sie es vergaß, wenn ihr denkt, das hält mich auf. Ich werde sein, wie so, ich mich gebe, ohne Zweifel. Was denkt ihr nur bloß? Und all jenen, die auf mich schauen, Pflanzen. Ich reiß euch den ja, okay, das machen wir später. Jetzt machen wir erstmal hier. Können wir abgeben, da können wir einen abgeben. Scheiß auf, wenn er mitgehalten und lohnfleißig bezahlt wird, okay. So lange, bis er sich beugt. Wir gehen mal im Auktionshaus gucken, ob wir die zwei Seiten da drin kriegen. Weil wegen zwei Seiten jetzt noch hier alle versuchen rumzukloppen und rumzuprügeln, das macht wenig Sinn. Da werden wir nämlich gar nicht mehr fertig. In die Zwiebelschmiede müssen wir dann später noch Spinnenweben und Kram wieder sammeln. Da. So. Hier müssen wir auch noch Sachen sammeln. Gut, aber das machen wir wie gesagt alles später. Jetzt gehen wir erstmal mal Quests ab, dass wir Platz im Questbuch kriegen. Ich habe übrigens ich will immer Mod sagen, von Minecraft. Das Addon mit den Quests hier, das habe ich auch rausgeschmissen, weil das bringt jetzt nicht wirklich viel. Schön, wir kriegen zwar auf der Map angezeigt, wo wir hin müssen für eine Quest, aber ja, ganz ehrlich, nur deswegen, dass dann alles so unübersichtlich ist. Nee, da kann ich mir ganz ehrlich schenken. So, warte mal, kleine Sekunde. Doch, bleib ruhig relaxed, ich geh zu dem nicht zurück. Alles, was ich versuche zu sagen, ist klick-klack. Denn ich spiel nicht herum, das ist ein Spiel, welches sich Kreis nennt. Und ich bin viel zu weit oben, um zurückzurennen. Doch ich denke, ich versuch noch immer zu wissen, wie dieser Scheiß funktioniert, warum ich wollten hier dissen. Doch es wird Zeit, diesen Dämon zu drillen, diesen Dämon zu killen. Diese Viecher können in der Hölle chillen. Meine Hand, wir gehen den Weg gemeinsam durch den Sturm.
So. Natürlich die Unterbrechung jetzt, aber meine Nase ist wieder hier komplett zugefahren. Oh, guck mal, virtueller Schwanzvergleich. Wie schön. Ich weiß nicht, wenn ihr auf HD guckt, könnt ihr den Chat mitverfolgen. Dann seht ihr das ja genau, was die da immer ablassen. Ist schon geil, wie die sich da als hier so kindergartenmäßig anpissen. So. So, wie gesagt, machen wir alles später. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier Quests loswerden. Unser Questbuch ist nämlich, drei Quests können wir noch machen. So, warte mal, Fledermäuse machen wir noch voll. Drei Stück brauchen wir ja noch, auch wenn da 6 von 10 anzeigt. Brauchen wir aber nur 9 für die Daily. Dann können wir die nämlich noch abgeben. So. Dann können wir die Daily nämlich noch rausschmeißen. Dann können wir nochmal auf den Priester switchen. Mit dem ein paar Quests jetzt rausprügeln. Dann kommen wir da ein bisschen vorwärts. Wie gesagt, ich will unbedingt die Elite-Fertigkeit 15 haben. So. Na super, jetzt fällt es wegen allem. Siehst du, unsere normale Quest sagt nämlich 9 und der Daily Drop sagt 10. Haben sie wohl ein bisschen falsch geschrieben hier. So. Lebt er immer noch? Jetzt. Okay. Gut, dann können wir die Daily.